Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Nachdem Malte in der letzten Folge seine Fraktion gegen die hohe Lehnsautorität des Kaisers zum Erfolg geführt hat, damit wir die umliegenden Vasallen jetzt wieder angreifen können, wollen wir das in dieser Folge eigentlich auch gleich machen. Bevor wir uns damit beschäftigen, werden wir aber noch eine Kleinigkeit tun, denn die kleine Katrina von Goseck, die frisch geboren wurde, die hat noch gar keinen Vormund und ich glaube, das sollten wir mal schnellstmöglich nachholen. Und wir setzen dafür ihre Mutter, die Herzogin Domaslava von Angria, ein. So, das hätten wir dann auch erledigt und jetzt kommen wir zu den Kriegsgeschäften. Wir haben Ansprüche weder in Niederlothringen noch in der Lausitz. Wir haben aber Ansprüche noch und nöcher sozusagen in Westfalen und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie ihr hier seht, haben wir nicht nur das Herzogtum von Ostfalen auf dem Programm, sondern auch die Grafschaft von Dannenberg. Das ist aber de facto dasselbe, denn wie ihr hier seht, fehlt uns hier von dem westfälischen Gebiet nur noch Dannenberg. Und ja, Dannenberg ist halt Dannenberg und deswegen tut sich das nichts. Wir hätten ansonsten noch andere Ansprüche, die ich aber eigentlich eher im Moment zumindest nicht machen möchte. Dannenberg möchte ich eigentlich nehmen aufgrund der Tatsache, dass das eine blöde Lücke ist. Sieht einfach doof aus. So ganz einfach mal gesagt, es sieht doof aus, wenn das hier nicht vollständig ist, das Reich. Deswegen würde ich das im Moment präferieren. Wir hätten hier aber auch noch Halberstadt. Wir hätten von Graf Robaldo auch noch Kassel, was wiederum eine Brücke zu Gleichenstein schlagen würde. Und wir haben auch noch von Graf Philipp Paderborn, was 4 Bauplätze hat und mit 3 sogar schon bebaut ist. Das wäre eigentlich auch noch ganz nett. Ich werde mich erstmal mit den leeren Flecken der angrianischen Landkarte beschäftigen und deswegen haben Malte und ich beschlossen, wir nehmen heute zumindest den de jure Anspruch auf das Herzogtum von Ostfalen und damit Dannenberg. Wir erklären den Krieg, der Gegner ist tatsächlich weit unterlegen. 0 Verbündete auf der anderen Seite, wir haben 5, das ist eine sichere Sache. Das sollte sie jedenfalls sein. Wir heben mal alle Armeen aus und ich rufe, obwohl es so schon relativ sicher sein sollte, ich rufe trotzdem die Verbündeten mal auf den Plan. Da hätten wir erstmal König Othar den Hübschen von Böhmen. Graf Borivoj macht nirgendwo mit, der hat grundsätzlich keine Lust. Und unsere neue Bündnispartnerin, die Gräfin Dus von Anjou, die macht mit. Und auch die Champagne ist dabei. Wir lassen die Truppen sich hier erstmal ein bisschen aufbauen und ziehen dann Richtung Dannenberg. Hier werden die Bündnisse bzw. die Teilnahme erstmal bestätigt und da ist der Gegner gerade dabei, auch sich auf den Weg zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, der will nach Tecklenburg und belagert da. Wenn er denn da stehen bleibt, greifen wir ihn auch gleich da an. Und jetzt passieren Dinge. Knut Sveinsson hat hier irgendwie Platz genommen, hätte ich fast gesagt. Er hat Anspruch auf auf mehrere Grafschaften, alles fallen gelassene Ansprüche. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Ich überlege, ob ich den behalten sollte. Ich stelle die Entscheidung mal zurück. Und was haben wir hier? Meine letzte Chance. Ragnhild hat beschlossen, dass ihre Zeit in Buxtehude vorbei ist. Die war nicht so dolle. Die können wir ziehen lassen. Möget ihr eine schnelle und sichere Reise haben. So, und es kam die Meldung, Dithmarschen ist von Holland besetzt. Ist das richtig?
Das ist ja mal ein Ding, denn wenn das nachher zu Holland gehört, noch gehört es zu Dänemark. Ach Mist, Komplott schon wieder aufgeflogen. Wenn es zu Holland gehört, dann müssen wir um Dithmarschen, da haben wir ja noch einen Anspruch. Den wollten wir eigentlich auch durchdrücken. Dann müssen wir mit Holland kämpfen und nicht mit Dänemark. Okay. Behalten wir auf dem Zettel, gucken wir uns weiter an. Hier sagen wir verflucht und lösen zum gefühlt 108. Mal das Komplott auf den Thronanspruch des Kaisers auf. Aufgeben, wir wollen uns schließlich nicht erwischen lassen. So, und hier kommt es jetzt zur Schlacht. So sieht's aus. Einen überflüssigen Schlenker habe ich eben noch eingebaut, aber das macht nichts. Aufgrund der Überzahl werden wir natürlich trotzdem gewinnen. Es sah hier gerade gar nicht mal so gut aus. Aber wir haben das alles im Blick und im Griff und werden jetzt erstmal Dannenberg belagern. Hier kommen jetzt erstmal unsere Verbündeten. Das ist jetzt das Herzogtum der Champagne und irgendwo ist bestimmt auch der Rest. Hier hinten kommt nochmal die Grafschaft von Anjou. Ein offenbartes Geheimnis. Herzog Ugo von der Lombardei hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Graf Philipp soll eine außereheliche Affäre haben. Theodrada Palen, eine Adlige aus der Lombardei, ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? Okay, da können wir nichts machen. Wir murmeln einfach mal, Gott wird diese Sünder richten, denn wir haben gerade auch echt Wichtigeres vor. Ich hoffe einfach mal, unsere Verbündeten belagern jetzt hier bitte die Baronie von... bleib doch stehen und belager. Das wäre klüger. Wir haben im Moment 15% und unterbrechen die Belagerung für einen diplomatischen Vorzug, den wir auswählen können. Und da ich genau weiß, was ich möchte, mache ich das eben. Das ist nämlich der Herzogseroberungskriegsgrund, den wir mit dieser Wahl freischalten können. Weiter geht's. Die Belagerung ist in vollem Gange und oh mein Gott, stand da ernsthaft 14, 13 Monate? Alter Schwede, da können wir in der Tat können wir da Unterstützung gebrauchen. Das haben die Verbündeten gut gesehen. Und hier kommen noch mehr Verbündete. Also ich habe wirklich alles aufgefahren, was wir auffahren können. So, wir sind hoch verschuldet. Das ist überhaupt mal gar keine schöne Sache. Und deswegen bin ich natürlich dafür, dass der Krieg möglichst schnell bitte erledigt sein soll. Die Karte. Meine Spione teilen mir mit, dass ein Jäger für Aufruhr in der örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welch großartiges Geschäft er mit einem hochwohlgeborenen Fürst in Perlen und Seide gemacht habe. Offenbar hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Die Spione meinen, der Adlige führe sicher etwas im Schilde gegen mich oder einen meiner Untertanen. So, ich glaube, ich wäre spontan sofort für das Erste noch wachsamer zu sein. Komplottwiderstand plus 8. In den Kerker muss er nicht. Ich erhalte einfach für Malte noch wachsamer und wir gucken mal zu. Dannenberg ist belagert, dass wir jetzt hier noch ein bisschen weiter belagern. Wohin ist er denn jetzt unterwegs? Er ist nach Dessau unterwegs. Ich werde mich da auch hinmachen. Und Graf Robaldo soll von Malte beeinflusst werden, beziehungsweise Malte hat seine Beeinflussung in Auftrag gegeben. Der soll besser gelaunt sein. Jetzt ist er bei minus 41 und wir schreiben ihm einen Brief. Er hat die Eigenschaften tapfer, gerecht und zynisch. Ich glaube, da möchte er lieber den kurzen und professionellen Brief haben.
hätte ich jetzt mal so angenommen. So, da tummeln sich jetzt ein ganzer Haufen Verbündeter. Ja nun, belagert mal fleißig, Jungs. Hier rattert mein Geld in der Gegend rum. Hier können wir eigentlich auch stehen bleiben. Na gut, dann geht halt nach Dessau. So, wir belagern jetzt in Dessau. Auch das dauert Ewigkeiten. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass wir Belagerungswaffen mit uns führen. Sonst, ja, ist das alles sehr, sehr langwierig. Wir verlieren natürlich mit Verschleiß dann auch noch mal so einiges. Je länger das dauert, desto unbehaglicher wird unseren Leuten. Und das ist natürlich nicht so schön. Ich sehe hier gerade, Graf Arduino wechselt die Kultur von Cisalpinisch zu Sächsisch. Und auch Graf Paul hat von Dänisch zu Sächsisch gewechselt. Das ist eine schöne Sache, weil das unser Volk ein bisschen eint. Der Lockruf der Sprache. Das multikulturelle Reich von Angria zu regieren, bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie am Hof nicht ihre Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheit. Ja, ist auch nicht so schön. Mein Vasall Graf Karl legt nahe, ich könnte die Beziehung zu meinen Untertanen der dänischen Kultur stärken, wenn ich ihre Sprache erlerne. Ja, das Problem ist nur, dass Malte eine Bildung mit 5 Punkten hat und aber vielleicht schafft das trotzdem. Wir geben dafür aber kein Gold aus. Wir geben dafür kein Gold aus. Oder nehmen wir das Prestige? Er hat schon relativ hohe Anspannung. Wir versuchen es mal. Malte ist aufgeschlossen und wird jetzt versuchen, Dänisch zu lernen. Ich bin gespannt, ob das was wird. Graf Robaldo ist nicht beeinflusst. Das ist schlecht. Wir unternehmen einen weiteren Versuch. Und Herzogin Livia tritt unserem Krieg bei. Ob das nun gut ist, wage ich zu bezweifeln. Denn das scheint auf der Gegenseite stattzufinden. Und hier hinten sehen wir auch schon, das sind aber die Westfalen, die hier angerauscht kamen. Kauderwelsch, trotz vieler Wochen des Studiums entziehen sich mir noch immer die einfachsten Grundlagen der neuen Sprache. Ich kenne ein paar Worte, aber die Grammatik, der Satzbau, ich komme damit nicht zurecht. Ich trete auf der Stelle. Natürlich wird Malte es weiter versuchen, ganz klar. Er wird nicht aufgeben. Er wird es weiter versuchen. Malte ist ja kein Feigling. Der stellt sich seinen Aufgaben und ja, der wird das schon irgendwie schaffen. In unserem Krieg sieht es sehr gut aus. 78% haben wir und hier gucken wir mal kurz, wer heiraten darf. Ragnhild Knutsdatter af Sola, schöner Name, und Graf Adalgott von Hevilja. Was haben wir denn hier? Oha, oha, sadistisch, unersättlich und lüstern, scharfsinnige Intellektuelle und Graf Adalgott ist ruhig, auch sadistisch, die passen doch. Und gierig, alles klar. Ja, dann habt ein schönes Leben. Macht's euch gemütlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Und zieht keine anderen Leute mit rein, das tut weh. So 6 Monate belagern wir noch. Vielleicht kommt ja hier nochmal jemand zur Hilfe. Das könnten wir wirklich ganz gut gebrauchen. Dann geht's nämlich schneller, weil ich glaube, ihr habt Belagerungswaffen irgendwie dabei. Zumindest teilweise, ja. Das könnte dann helfen. Oh nein, Malte ist krank geworden. Hier schlagen sich welche die Köpfe ein. Wittenberg, Brandenburg, Ruppin. Beachten wir erstmal nicht, denn es geht um Maltes Leben und seine Gesundheit. Ob Herzog oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte.
Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. Ja, Bohusch, wie ich ihn so nenne, falls mich keiner berichtigt. Ich spreche das S mit dem Knüttelchen da oben mal wie ein Sch aus. Der lernt ja zumindest Arzt und ist demgemäß unser Hofarzt. Und Malte sagt jetzt zu ihm, er soll die sichere Behandlung machen. Oder eine riskante. Oder lasst mich in Ruhe gar nichts. Nee, die sichere Behandlung. Wir nehmen erstmal die sichere. Als Bohusch meine Gemächer betrat, umflohte ihn ein äußerst übler Gestank. Der Ursprung des Miasmas schien ein Krug zu sein, den er in Händen hielt. Eine Mischung aus Kudung und Kräutern für einen Breiumschlag, mein Fürst. Als Bohusch begann, mir den Inhalt auf die Brust zu schmieren, hätte ich mich um ein Haar erbrochen. Der Breiumschlag stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Gott sei Dank, wir haben gelinderte Krankheitssymptome für ein Jahr erhalten und ich hoffe wirklich, dass Malte durchhält. Er sieht schon wieder sehr fröhlich aus, aber irgendwie auch noch so ein bisschen blass um die Nase. Aber er freut sich jetzt offensichtlich, dass er Dänisch gelernt hat. Nach vielen Wochen des Studiums beherrsche ich jetzt endlich die Grundlagen der neuen Sprache. Ich muss noch viel üben. Aber sogar dieses einfache Fundament hat meine Beziehung mit meinen Untertanen der dänischen Kultur verbessert. Gut investierte Zeit. Nein, wir nehmen die dänische Kultur nicht an. Wir sagen gut investierte Zeit. Und ja, stellen dabei dann auch noch fest, dass wir den Krieg bereits gewonnen haben. Und ja, wir sind bei 100%. Das ist schön. Dannenberg ist unser. Und wir lösen auf, hätte ich fast gesagt. Wir haben gewonnen. Dannenberg ist unser und wir erzwingen die Forderungen. Herzog Ordulf II. Von Westfalen gibt sich geschlagen. So sei es. Wir erhalten 30 Ruhm und ja, lösen unsere Truppen damit auf. Sehr, sehr cool. Wie man sieht, ist jetzt hier schon ein Löchlein geschlossen mit Dannenberg und tatsächlich gehört jetzt Dithmarschen zu Holland. Ibrechtsam. Das jibbet ja nicht. Wir können jetzt hier auch nicht gucken. Wir sollten eigentlich Holland den Krieg erklären können. Wir haben nämlich einen Anspruch hier auf Dithmarschen. Das können wir jetzt aber gerade nicht prüfen, weil wir hier Schulden haben. Okay, das lassen wir dann erstmal so. Was wir aber machen können, das ist... Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir Sanne... Ich glaube, wir müssen ihr noch einen Schwerpunkt zuweisen. Sie hat im Moment den Schwerpunkt Diplomatie. Das ist natürlich auch gerechtfertigt, denn da hat sie 6 Punkte und da lasse ich sie dann auch. Bildung finde ich jetzt nicht so spannend. Krieg ist gar nicht zu empfehlen, sowieso nicht für Sanne und ja, die anderen beiden lasse ich in diesem Fall auch mal außen vor. Das heißt, wir können das so lassen. Und wir gucken hier mal kurz rein, ob wir hier irgendwas noch erledigen können. An der Gemeindekontrolle in Aalborg wird gearbeitet. Verschuldet sind wir hoffentlich nicht mehr lange. Wir können den Papst mal wieder um Gold bitten. 227 sind gleich unser. Und damit haben sich dann auch die Schulden bereits erledigt. Allerdings haben wir hier ein Minuseinkommen und das ist mir noch nicht ganz bewusst, woher das jetzt kommt. Das muss ich dann nochmal eruieren. Wir werden Titel erben, das wissen wir. Und mich tritt ein Pferd. Wir sind tatsächlich, Malte ist tatsächlich der Erste der Erbfolge für das Heilige Römische Reich. Das ist ja jetzt echt der Hammer. Der Hammer. Also das ist ja echt, also damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Ich habe ja immer versucht, ihm noch einen Anspruch auf den Kaiserthron irgendwie zuzuschanzen. Das hat ja nie geklappt mit dem Komplott.
Aber jetzt, wie ihr seht, haben wir stimmmäßig den Herzog von Ostfranken überholt. Und offensichtlich haben uns jetzt noch mehr Kurfürste gewählt. Einmal wurde Malte gewählt von Fürstbischof Alderik von Mainz. Und dann, ja, von dem Niederlothringer, den wir eventuell auch noch angreifen wollen würden unter Umständen und so. Und von Herzog Everard von Österreich. Ja, er hat sich natürlich auch selber gewählt, das ist klar. Ja, das nehmen wir einfach mal so hin und gehen mit dieser wundervollen Nachricht, glaube ich, in die nächste Folge. Und da basteln wir dann noch ein bisschen am monatlichen Einkommen. Und wenn wir jetzt hier schon nebenbei in den Krieg gerufen werden, dann gucken wir uns das jetzt aber trotzdem nochmal kurz an. Das ist ein Krieg für die Gräfin Douce von Anjou. Wir nehmen an. Und es geht um einen Bauernaufstand und ich glaube, da braucht sie uns bestimmt nicht. Den warten wir nochmal kurz ab. Die haben nur 777 und sie wird ja jetzt wohl noch so ein paar Leute haben, um die, ja, so ein bisschen davon zu überzeugen, freundlich natürlich, dass der Aufstand keine gute Idee ist. Ich habe nun gerade meine Armee hier eingemottet und deswegen warte ich mal mit Malte ab, ob sie das schafft. Da hinten kommt sie schon, angetrabt, und ich glaube, die Bauern, die kriegen gleich ihr Fett weg. Wir machen mal ein bisschen schneller. Ja, schön, dass ich eigentlich aufhören wollte. Oh, 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 Moment, Moment, Momentchen mal. Jetzt überschlägt es sich wieder, aber es überschlägt sich positiv. Malte ist nicht mehr krank, denn als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Ich bin froh, wieder wohlauf zu sein. Das ist super, ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, aber jetzt ist seine Gesundheit wieder in Ordnung. Und ja, ich würde mal vorschlagen, wir gucken dann jetzt doch noch, was der Krieg hier macht. Ich glaube, Anjou wird den Bauernpöbel schon verprügeln und wir gucken uns währenddessen dann aber auch nochmal hier die Fraktion an, die gegen uns geschaffen wurde. Nein, gegen uns, so. Es ist ebenfalls der Bauernpöbel und nicht besonders stark. Das ist in Ordnung. Und der Krieg der Gräfin Anjou ist auch vorbei. Das bedeutet, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, vielen Dank fürs Gucken und tschüss.